Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview-Video aus dem Yokosuka-Hafen mit der ARP Miyoko. Ja, ihr werdet euch jetzt gerade verwundert die Augen reiben. Was ist denn das? Das ist ein Schiff, das auf einem Manga basiert, und zwar auf einem Military Science Fiction Manga, der Apache of Blue Steel heißt und mit dem Wargaming jetzt kooperieren wird. Im Prinzip handelt es sich hierbei um eine ganz normale Miyoko in ihrer besten Ausführung, also sonst alles gleich. Und ganz wichtig, wenn ihr selber auf diese Schiffe gar keine Lust habt, die übrigens am 1. Januar erscheinen werden, durch Aufträge dann erspielbar sind, wenn ihr also gar keine Lust drauf habt, dann meidet einfach diesen Hafen hier. In allen anderen Häfen wird es nämlich so sein für euch, wenn ihr auf dieses Schiff trifft, dass das für euch als ganz normale Miyoko erscheint. In der Serie, in dem Anime, da ist es ein sehr futuristisches Schiff, Laserwaffen, Schilde, alles drum und dran ist da vorhanden. Hier in dem Fall ganz klassische Schiffe, bisschen bessere Special Effects, die zeige ich euch aber gleich in Game, aber sonst alles normal und sonst alles wie die Miyoko. Also auch ich hatte da große Bedenken, kann das klappen, ist das stimmig, aber da kann ich euch ein wenig die Angst nehmen. Hier in dem Fall einfach eine Miyoko, wenn ihr in den anderen Häfen seid, seht ihr es als nichts anderes. Und für diejenigen, die Bock drauf haben, 1.1. geht's los, da wird es die Aufträge geben. Und jetzt aber genug zum Schiff. Wie gesagt, auf die Stats kann ich ja hier nochmal groß machen für alle, die es interessiert. Aber wenn ihr die... Ich gehe auch nochmal über die Flak, weil auch die sind immer für einige sehr, sehr wichtig. Aber wenn ihr sagt, will ich nicht sehen oder mich interessieren die Stats im Detail ganz genau, dann guckt euch einfach die Miyoko im Spiel an und ihr habt exakt das gleiche Schiff. Also von dem her nichts anderes, bis auf die Dame, die oben rechts den Kapitänsplatz einnimmt. Sehen wir hier sonst alles wie gehabt. Nun aber gehen wir los, springen ins Gefecht und schauen mal, wie sie so im Spiel sich verhält. Da haben wir also nun ein Matchmaking gefunden, sind mit unserer 7 Miyoko im 7er, 6er und sogar 5er Gefecht gelandet, also Top-Tier, besser geht's gar nicht. Und jetzt sehen wir hier nochmal das Schiffchen wirklich im Spiel direkt, wie es hier im Wasser liegt, wie da diese Insignien nochmal besser rüberkommen. Und wie gesagt, für alle, die nicht den Yokohama Hafen aktiviert haben, die sehen das Schiff eben jetzt als ganz normale Miyoko. Ansonsten im Prinzip ist es genau gleich. Das ist einfach die Elite-Ausführung. Einzig und allein, es gibt einen Effekt, den haben sie hier noch mit eingebaut. Den zeige ich euch gleich. Wo fahre ich denn hin? Und zwar, ich fahre mal darüber Richtung A und drehe mal die Kanonen. Und dann seht ihr, weil besonders bitte auf die Rauchwolke oder auch hier seht ihr es schon am Rauch. Bisschen anders im Cell-Shading-Look. Und zwar jetzt bitte auf die Schüsse achten und die Rauchwolken. Also passt auf. Habt ihr gesehen? Eben praktisch im Cell-Shading-Optik. Sehr, sehr schön. Sonst ist das Schiff hier im Spiel genauso, wie es die normale Miyoko eben auch ist. Also sonst habt ihr jetzt hier nichts anderes zu erwarten. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Bock drauf habt, einfach nicht den Hafen aktivieren, dann seht ihr das nicht. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann habt den Hafen aktiviert und dann seht ihr das Ding. Ganz einfach ist es. Ihr seht, der Devil Desire, der sieht sie, der hat den Hafen aktiv und dementsprechend bin ich für den die ARP Miyoko. Ich kann leider zur Serie sonst nicht viel sagen. Ich bin nach Dragon Ball und, ach Gott, Pokémon wahrscheinlich gerade noch so, aus dem Anime gucken raus. Manga lesen gleich zweimal. Deswegen kann ich euch da nichts dazu sagen. Allerdings, ich habe bis jetzt nur die typische Anime-Mentalität auf Japanisch also gesehen. Mit englischen Untertiteln. Ich kann euch nicht sagen, ob es da ein deutsches Pendant gibt, zumindest mit deutschen Untertiteln. Das weiß ich leider nicht. Also wer das weiß, der kann es gerne mal hier in die Kommentare posten.
Da bin ich immer sehr offen dafür. Und da schreibt auch so we hope you don't get destroyed by E-401. Und ja, E-401 ist wohl in der Serie einer der Hauptgegner und Hauptbösewicht. Ich weiß nicht, ob es Hauptbösewicht oder Hauptguter ist. Ich glaube Hauptbösewicht. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt mit der deutschen Marine, oder in dem Fall ist es ja die japanische gewesen, E-401, das jemals größte jemals gebaute U-Boot, hatte nämlich auch noch so eine Art, war ein kleiner Flugzeugträger, hatte, wenn ich mich nicht täusche, drei Flugzeuge, die start- und landefähig waren. Das aus dem U-Boot nämlich gestartet werden konnte. Das war ganz spannend, natürlich dann über Wasser. Aber eben, man hatte so eine ganz spannende Konstellation taktisch. Und wie gesagt, also für alle Nautiker auch vielleicht eine ganz interessante Serie. Wenn ich Quatsch erzähle, wie gesagt, dann korrigiert mich einfach bitte. Da bin ich der Letzte, der da Problem damit hat, wenn er da jetzt korrigiert würde. So, und jetzt auf die Pensacola. Ja, ein bisschen noch zu weit davor. Und auf ein neues. Jetzt ein bisschen zu weit dahinter. Ah, und die dürften, da ist er wahrscheinlich schneller rum, als sie ankommen, oder? Naja. Ein Ausfall, zwei Zieltreffer, also wenigstens ein bisschen was kam da an. So, und jetzt hier auf die Omaha. Und jetzt seht ihr, da ist einiges schon am Start. So, jetzt muss ich gleich nochmal auf die Oma schießen. Kommt schon, Jungs. Ah, bisschen noch zu weit, zu kurz, zu schräg. Und nun vielleicht. Ja, der war besser. Oh, sorry, New York. Da wird natürlich. Oh, jetzt hoffe ich, dass er mich nicht abschießt. Auf jeden Fall, die ist mal weg. So, New York und ich haben jetzt ein bisschen gekuschelt. In dem Fall aber noch alles gut. So, und jetzt gehen wir auf die Colorado. Torpedos auf Backbord. Ja, wir treiben hier weg. Oh, das war aber knapp mit einer Nagato. Alter Verwalter. So, und wir drehen jetzt hier auf jeden Fall mal weg. Ja, da hat mich schon das erste Mal die Colorado aufs Horn genommen. Komm schon, der eine Turm, den will ich auch noch dabei haben. Und ihr seht, auf mich wird jetzt hier gerade, oh, ich wollte gerade sagen, nicht großartige Konzentration geschenkt, aber denkste, ganz im Gegenteil, die wissen schon ganz genau, dass ich da auf ihn schieße. Zumindest aufs Team an sich. So, hier wird schon hart beigedreht, aber die Torpedo ist leider zu kurz. Da kommt's Kartenende. Wir drehen unser pinkes Monster mal etwas weg.
Das ganze Team ist auf der anderen Seite. Also ich bin hier mit der New York ziemlich alleine. Und da kommt jetzt noch eine Colorado auf den rum. Deswegen schießen wir jetzt mal auf die. Das ist auch gleichzeitig der naheste Gegner. Konnten wir wenigstens anzünden. Das ist natürlich auch schon einiges an Distanz, was wir da zurücklegen müssen. Und unsere Projektile viel mehr natürlich noch. So, New York ist jetzt leider auch weg. Aber wenigstens zünden wir ihn hier kräftig an. Distanz auch noch angenehm. So, oh, da hat er gut getroffen. Jetzt muss ich mal hier so ein bisschen versuchen zu flankieren, beziehungsweise hier wieder Richtung Team zu kommen. Zwei Zieltreffer kamen da, da hinten kommt noch eine Kongo. Uiuiui, da kommen die nächsten Schüsse. Wir drehen uns schnell nochmal so ein bisschen weg. Ja, das hat noch einigermaßen geklappt. So, und jetzt komme ich nicht mehr drauf. Falscher Knopf. Katapultjäger in der Luft. Naja, egal. Katapultjäger schadet ja noch nicht. So, und wir... Ich will jetzt hier mal ein bisschen außerhalb der Sicht kommen. Ich schulde Ihnen was. Ich bin die ganze Zeit offen. Selbst meine Geschwindigkeit bringt mich hier nicht voran. Das ist eine Frage der Zeit, bis ich jetzt die nächsten Schüsse in meine Richtung bekomme. Wir müssen auch mal langsam B angreifen. Weil uns laufen die Tickets auch davon. Aber ich bin hier konstant offen, das ist wirklich nervig. Aber das Team geht jetzt auf B drauf. Abgemacht. Verbindlichsten Dank. Ich fahre da jetzt auch mal in die Richtung. Oh, die Colorado. So, und ihr seht, Colorado schießt auf uns und unser Team hoffentlich gleich auf sie auch. Jetzt bekommt es nämlich Schüsse von vorne. Und jetzt dreht es auch dementsprechend die Türme gerade auf aus und zu meinem Team hin. Jetzt passt es gerade mal ganz gut. Oh, da kommen Torpedos. Torpedos auf Steuerbord. Dementsprechend so ausrichten, dass die Torpedos uns jetzt nicht schaden. Das hoffe ich nur. Ja, passt, alles gut. Und jetzt die Kongo, die uns jetzt auch nicht großartig Beachtung schenkt, Gott sei Dank. Aber ganz enge Geschichte bisher.
schon, Jungs. Jetzt macht die Kongo weg. So, und jetzt, die kommen ganz gut. Da zünden wir ihn auch an. Aber leider nicht mehr viele von uns hier im Spiel. Aber wir haben den zweiten Punkt erobert. So, jetzt werde ich versuchen, jetzt werde ich meinen kleinen Kamikaze-Auftrag ausführen, dass ich jetzt mit der Insel so nah an ihn rankomme. Aber ja, natürlich die Tickets, die laufen auch unermüdlich. Eben nicht mehr viel. 934. Die Nicholas fährt auch waghalsig auf die New Mexico drauf. Jetzt bin ich offen. Und da ist die Kongo, die ich wollte. Dementsprechend jetzt die ersten Aale im Wasser. Und jetzt schießen wir hier auf die drauf. Mal mit AP versuchen. 10.000 Schaden. Die sitzen doch ganz ordentlich. Nochmal 5. Und da kommen jetzt die Torpedos, wie ihr seht. Erster trifft. Zweiter auch. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. So, aber unser Team steht kurz vor dem Sieg. Wird leider sehr, sehr schwierig hier gerade. Weil die Mutsuki gerade auf die Colorado drauf fährt. Jetzt dreht sie wahrscheinlich bei und dann war's das gleich. Aber wie gesagt, haltet doch mal mir einen kleinen Kommentar bereit, wie ihr die Serie findet und wie ihr die Idee von Wargaming findet, hier dazu kooperieren. Ist das Quatsch oder ist das gar nicht so doof? Da sind jetzt die Aale im Wasser. Und wie gesagt, wenn er jetzt untergeht, dann ist das sowieso gleich hinüber. Ja, da war es leider schon geschehen. Schade, schade. Aber trotzdem haben wir uns hier sehr gut und wacker geschlagen. Ich bin hier mit 999 XP auf Platz 3 gelandet und würde sagen, von dem Schaden her, da kann ich sagen, war es ganz beachtlich. Wir haben 30, 70, 80, 90, 110.000 so ganz grob überschlagen. 110.000 HP abgezogen. Ich glaube, damit kann man sagen, ist alles in Ordnung, alles gut und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wichtig nochmal dazu zu sagen, es ist kein Premium-Schiff, nicht, dass sich da manche Leute beschweren, eben ganz normales Schiff. So, das war's von der Miyoko. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.